Leute, ich war gerade auf TikTok live und ich wollte einfach fragen, ob es irgendwelche Sachen gibt, mit denen Leute Probleme haben, damit ich ein YouTube-Video machen kann, um einer Person zu helfen, die gerade ein Problem hat. Okay, das ist meine Mission mit dem Video. Und zwar eine Person hat kommentiert, ich fühle mich depressiv oder ich bin depressiv, weil ich es nicht schaffe, ein Online-Business aufzubauen. Ja? Und zwar, ich hatte das gleiche Gefühl vor 1,5 Jahren, beziehungsweise ich hatte schon ein Online-Business, aber ich war sehr unzufrieden in dieser Situation, in der ich gerade war. Okay, und ich habe zwar YouTube gestreamt, ich konnte ein paar hundert Euro machen mit einem Stream, aber ich bin ins Bett gegangen und ich war wirklich verzweifelt, ja, weil ich dachte mir, scheiße, ich muss das jetzt machen die ganze Zeit. Ich habe keinen anderen Weg, um Geld zu machen, auch wenn es okay Geld macht. Ja. Ich war trotzdem nicht glücklich und das haben die Leute, das habe ich auch jetzt nicht so gezeigt, aber es gab teilweise Streams, ich weiß noch, der heißt so Real Talk, wo ich einfach gesessen bin und ich habe gesagt, Bro, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen muss. Und deshalb habe ich so viele Sachen ausprobiert. Ich habe Dropshipping, bla bla bla, diese ganzen Sachen probiert und es hat nicht funktioniert. Aber es gibt einen Grund, warum es nicht funktioniert hat. Und ich denke, hätte ich das anders gemacht, hätte es vielleicht funktioniert. Und der Grund war, dass ich nicht all in gegangen bin. Erstens, und meine Aktionen haben nicht haben mich das widerspiegelt, was ich gesagt habe. Das heißt, ich habe gesagt, mir ist das wirklich wichtig und ich möchte das durchziehen, aber ich habe es einen Monat lang probiert durchzuziehen, beziehungsweise einen Monat Monk Mode und danach habe ich aufgegeben. Und dann kam irgendein hübsches Girl und sie wollte sich treffen und ich habe wieder getrunken mit ihr. Ja, ich war nicht diszipliniert und es war nicht die wichtigste Sache. Das heißt, dadurch ist es schlimmer geworden, das Gefühl. Ich habe mich immer schlechter gefühlt, weil ich habe auch gemerkt, ich probiere und nichts funktioniert, okay? Und das Ding ist, dieses Gefühl ist wichtig, weil wenn du nicht dieses Gefühl hast, dass es dir extrem schlecht geht mit einer Sache oder mit einer Situation, dann wirst du nie etwas ändern. Ja? Und es ist auch zum Beispiel mit Alkoholikern so, es ist sehr schwer aufzuhören mit Alkohol, wenn du nicht wirklich Rock Bottom getroffen hast. Ja? Und Rock Bottom muss nicht sein, dass du in Schulden bist oder auf der Straße lebst, sondern es muss einfach sein, dass du dich sehr scheiße fühlst. Okay? Und deshalb versuch auch nicht irgendwie deine Situation schön zu reden, zu denken, ja egal, ich mache immerhin habe ich die mal Schule oder was weiß ich. Bro, sei ehrlich, es ist vielleicht scheiße gerade, es ist vielleicht ass gerade. Aber nur aus diesen Gefühlen kommt wirklich eine Veränderung. Ja? Und so wie ein Alkoholiker süchtig ist nach Alkohol, bist du wahrscheinlich süchtig nach dem ganzen Bullshit, den du machst, anstatt die richtigen Sachen zu machen. Wenn du beginnen möchtest mit deinem Business, du möchtest beginnen, das wirklich zu skalieren, musst du nicht 100 verschiedene Sachen hinzufügen. Ja? Du musst nur eine Sache machen und zwar Step by Step da weiterarbeiten. Ja? Aber du musst so viele Sachen rauscutten. Ja? Das heißt, rauscutten, mit Leuten zu hängen, die nicht ambitioniert sind, die nicht an den gleichen Sachen interessiert sind wie du. Am besten, du bleibst einfach allein eine Zeit. Und das Ding ist, deine Freunde werden es dir verzeihen. Du musst einfach an dir selbst arbeiten, eine Zeit, okay? Du kannst auch nicht mit den krassen Leuten chillen, weil warum würden sie mit dir chillen? Sie checken das schon, ja? Das heißt, du musst erstmal krasser werden, ja? Du musst selbst Disziplin aufbauen und an diesen Sachen arbeiten. Und wenn du es dann wirklich schaffst, cutte die ganze Scheiße raus mit Instagram, alles, was dich nicht weiterbringt, cutte es raus. Nimm dir einfach 3-4 Monate und sag, okay, ich gehe all in bei dieser Sache, okay? Und das Ding ist, selbst wenn du keinen Erfolg hast im Business noch am Anfang, du wirst so ein Personal Growth haben, so einen Erfolg mit persönlichem Wachstum, dass du nicht depressiv sein wirst. Ja, du wirst denken, scheiße, das ist sick, ich mache wirklich die Sachen, die ich machen sollte. Und bei den meisten Leuten, sie denken, sie können es nicht machen, aber das liegt nur daran, dass sie so viel Bullshit machen, den sie nicht machen sollten. Und deshalb fällt es ihnen schwer, die Sachen zu machen, die sie eigentlich machen sollten, okay? Das heißt, nimm dir einfach eine Zeit, 3-4 Monate und sag, ich committe jetzt diese Zeit 100%. Ich investiere auch mein Geld in mich. Ja, ich sage nicht, dass du unbedingt in Airbnb University gehen sollst. Vielleicht machst du Dropshipping, vielleicht machst du was für sich. Aber investiere dein Geld in dich. Geh all in, Bro. Diese 1000 Euro, die du investieren kannst. Du musst einfach schauen, dein Geld so zu investieren, deine ganzen Ressourcen so zu investieren, dass du so schnell wie möglich raus bist aus dieser Situation, so schnell wie möglich Progress machst, okay? Das heißt, geh einfach all in, 3-4 Monate und danach, wenn du es dann erreicht hast, dann wird es sich richtig gut anfühlen, okay? Und das Ding ist, umso schlechter es dir jetzt geht, umso besser wird es dir dann gehen, wenn du dein Goal erreicht hast, wenn du dein Leben verändert hast, genau? Deshalb nimm diese Situation, diese depressive Situation gerade, seh das nicht als negative Sache an, sondern als positive Sache, weil nur durch negative Situationen
wächst du. Ja? Du hast kein Wachstum, wenn es dir die ganze Zeit geil geht. Ja? Wenn deine Eltern dir alles geben, wenn du von überall irgendwas bekommst, ja, du musst nichts tun, du musst nie durch was Schlechtes gehen, dann wirst du nicht wachsen. Okay? Du musst durch unangenehme Situationen gehen, um zu wachsen. Und umso unangenehmer, umso mehr wirst du wachsen. Und irgendwann wird diese Situation ein Joke für dich sein und du wirst darüber lachen. Ja? Das heißt, an dich, Julian, oder an alle Leute, die in der gleichen Situation sind, Leute, es ist eine positive Situation und irgendwann wirst du auf die Situation zurückschauen und dir denken, Bro, those were the days, das waren die Tage, Dicker, ich bin so stolz auf mich, diese Tage, dass ich einfach die richtigen Sachen gemacht habe, eine Zeit, die ganze Zeit davon geträumt habe, dieses Online-Business zu haben, überall leben zu können, wo ich will, diesen Freedom zu haben. Ja, und dann wirst du es richtig wertschätzen. Okay? Also Leute, das ist das erste YouTube-Video, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, schreibt mir auf Telegram, was euch interessiert, was euch helfen könnte. Und ich gehe jetzt was essen, Leute, wir hören uns.